Ich sagte dir, Mandy, ich will meinen Namen auf diesem Vogel. Was hast du? Mein Fuß. Oh, tut das weh. Bitte das nicht auf. Hoffentlich hört uns jemand rufen. Hallo! Hallo! Hilfe! Das klingt nach meinem Namen. Es kommt von da vorne. Ganz einfach geparkt beim Sparpreissupermarkt. Ganz einfach geparkt beim Sparpreissupermarkt. Ganz einfach geparkt. Norman, geht es dir gut, mein Goldschatz? Ich bin verletzt. Aua, Mom. Habt ihr euch verlaufen? Also so würde ich das kaum nennen. Wie? Da bleibt ja nur noch Norman Price. Du hast geschummelt. Stimmt das? Ja, Mom. Ich kriege uns nicht auseinander. Ein Handy haben wir auch nicht. Wir müssen zu Fuß gehen, Dennis. Oh, das könnte eine Ewigkeit dauern. Nicht mit der Wut, die ich habe, Norman. Komm, Sam, wir geben jetzt alles. Ganz einfach geparkt beim Sparpreissupermarkt. Ganz einfach geparkt. Petze. Betrüger. Ja, wir sollten die Läufer jetzt jeden Moment sehen können. Und da sind sie ja schon. Elvis und Mike in Führung. Dicht gefolgt von Sarah und Jake. Und was ist das? Sam Dillis? Das sieht nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Aber wer hat die sprichwörtliche Nasenlänge voraus? Da passiert was. Ist es zu fast? Sam und Dillis, die dreibeinige Rennmaschine. Sie ziehen vorbei. Unaufhaltsam ins Ziel. Oh, was für ein Endspurt. Was für ein Rennen. Ihr habt gewonnen, Dillis und Sam. Der Pokal muss leider warten, Sir. Wir müssen zum Einsatz ins Hochmoor. Was? Norman hat sich den Fuß verstaucht. Ich sage Tom Bescheid. Er kommt mit seinem Hubschrauber. Pass auf, Norman. Ich hoffe, du bist schwindelfrei. Danke, Sam. Ist so unfair. Er betrügt alle und bekommt einen Freiflug in einem Hubschrauber. Findest du? Steig ein, Mandy. Oh. Toll! Tja, du hattest ganz recht, Norman. Ich sollte diese Trophäe heute noch in den Händen halten. Gut gemacht, Mom. Warum du immer schummeln musst, werde ich nie verstehen, Norman. Nein, Mom. Du musst mal an dich selbst glauben. Und das heißt, auf eigenen Füßen stehen. Ja, Mom. Oh, du und auf eigenen Füßen stehen? Oh, entschuldige, Humpelchen. Ja, Mom. Was? Von da oben? Ja, das ist tausendmal besser, als weit weg hinter so einem blöden Band zu stehen. Es handelt sich hier um einen äußerst gefährlichen Notfall, einen Hochhausbrand. Aber keine Angst, denn hier eilen Sam, Penny und Elvis zum Einsatz. Jede Sekunde zählt. Stacy! Jetzt kommen sie gleich wieder. Ich sehe sie schon. Oh, ist das spannend von hier oben. Rutsch mal weiter, James, damit wir noch besser sehen. Nein, das ist unmöglich. Für diesen Einsatz brauchen die Feuerwehrleute Unterstützung aus der Luft. Und da ist auch schon Tom Thomas mit seinem Hubschrauber. Alles klar, ich hab dich. Hilfe! 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 Oh nein, da oben, Sir! Du meiner Treu! Ein Notfall auf dem Dach da oben! Die beiden brauchen Hilfe. Elvis, wir müssen sofort Jupiters Leiter ausfahren. Da. Das ist mein Name! Und mein James! Keine Angst, Norman und James, Sam ist gleich da. Oh, Jesus. Schon gut, Jungs. Gleich seid ihr in Sicherheit. Habt keine Angst.
Sam und Tom, bringt die Feuerwehr von Pontypendi auf diesen Notfall zu einem glücklichen Ende. Ich danke euch allen. Was hattest du da oben zu suchen? Allerdings, James. Entschuldigung. Das war meine Idee. Ich dachte, von dort haben wir einen besseren Blick auf die Hubschrauberrettung. Und dann wurdet ihr die Hubschrauberrettung. Das bringt es genau auf den Punkt. Darum schreiben wir Sicherheit hier ganz groß. Feuerwachen sind da, um zu schützen, aber nicht zum Spielen. Meinen Glückwunsch, Sir. Der Tag der offenen Tür war ein großer Erfolg. Ja, da ist ja kaum was übrig geblieben von dem Schuh. Wem der wohl gehören mag. Der Schuh gehört Ihnen, Sir. Mein Schuh? Meine Schuhe waren das? Aber wer? Quedlington! Pech, Sir. Elvis hat das Gebäude verlassen. Ich sehe hier keine Schafe. Norman! Aber ich höre Dillis rufen. Norman! Hilfe! Mein kleiner Goldschatz ist verschwunden! Könnte es sein, dass er los ist, um Woolly zu suchen? Ja, er hängt so an diesem kleinen Schaf. Haben Sie keine Angst, Dillis. Ich bin ganz sicher, dass Penny und Elvis ihn finden. Ich halte hier die Stellung und werde Ihnen Gesellschaft leisten. Oh, danke. Sie sind so ein Kavalier, Trevor. Aber Norman braucht mich. Ich muss unbedingt mitkommen. Hier. In Ordnung, Dillis, aber Sie müssen eine Schwimmweste tragen. Penny ruft Sam. Wir brauchen dringend deine Hilfe. Norman Price ist allein im Hochwasser unterwegs. Wahrscheinlich in Richtung Weide. Fein, ich halte hier die Stellung. Bitte halte Ausschau nach Tiger, Sam. Das mache ich, Gwendolyn. Das mache ich. So, das wär's. Alle an Bord. Rück mal ein Stück, Tiger. Gleich sind wir alle wieder in Sicherheit. Nur noch die Ruder. Hey, ihr dürft nicht so wackeln, ja? Gleich habe ich es. Nicht! Hilfe! Hallo! Woolly, komm zurück! Junge über Bord! Soll ich diese Gegend noch mal überfliegen, Sam? Nicht nötig. Siehst du, da unten ist er. Sam ruft Penny. Norman ist mit einem Ruderboot bei den Wiesen. Er ist ins Wasser gefallen. Beeilt euch bitte. Alles klar, Sam. Hilfe, hier bin ich. Hier, Mom, Mom. Oh, mein armer, kleiner, nasser Liebling. Alles wird gut, Norman. Wo ist Woolly? Oh, ein Glück. Du hättest wirklich besser zu Hause bleiben sollen, mein Lieber. Ein Hochwasser bringt unabsehbare Gefahren mit sich. Weiß ich jetzt auch, Hauptfeuerwehrmann Steele. Ja, allerdings war es auch sehr mutig von dir, Tiger, Woolly und Lämmchen allein zu retten. Ja, du hast recht. Findest du nicht auch, Tiger? Hm? Auch wenn du dafür etwas Unterstützung nötig hattest. Und hat jemand von euch auch mein Boot gefunden? Leider nicht. Jetzt, wo die Flut zurückgeht, starten wir eine gründliche Suche. Ja, und alle können dann auch endlich zurück zu ihren Häusern gehen. Oder Wies. So schwer kann das nicht sein, das zu finden. So ein Fischerboot ist immerhin ganz schön groß. Eine selbstgebaute Rakete fliegt auf die Hauptstraße zu? Oh. Achtung, Sam! Eine Rakete fliegt auf die Hauptstraße zu. Dies ist keine Übung. Die Rakete bleibt am Boden, bis wir wieder da sind. Aha. Gut, dass wir gerade diese Übung hatten, was, Elvis? Ja, aber wo kommt diese andere Rakete denn nur her? Vielleicht aus dem Weltraum? Ich würde eher sagen, dass Norman Price dahinter steckt. Norman,
Sieh dir das nur an! Und ich hatte die Fensterscheibe gerade geputzt. Das war doch keine Absicht, Mom. Verflixter Funkenflug. Elvis, an den Wasserschlauch. Penny, du sicherst hier alles ab. Ist gut, Sam. Alle zurücktreten. Die Rakete könnte gefährlich sein. Aha. Dann ist das also deine Rakete, Norman. Nein, ja, es war ein Versehen. Na gut. Aber ich muss unbedingt wissen, womit du die Rakete gebaut hast. Hast du irgendetwas Gefährliches verwendet? So genau weiß ich das nicht mehr. Ich habe nur gemacht, was hier drin stand. Vielleicht ist sie zu groß geraten. Hm. Und du bist auch nicht von der Anleitung abgewichen? Nein, so stand es da drin. Bis auf die Größe. Dann wird es das wohl gewesen sein, Norman. Du hast sie zu groß gebaut. Gut, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Tut mir leid, Sam. Ich dachte, ich könnte auch so eine coole Rakete bauen, wie die von Mike. Ja, aber Mike hat sich jahrelang mit dem sicheren Bau von Raketen beschäftigt. So etwas lernt man nicht an einem Tag. Ich weiß, Sam. Und Mikes Raketenstart ist jetzt auch verdorben. Nein, nicht unbedingt. Wenn wir hier alles in Ordnung gebracht haben, können wir doch immer noch hoch zu den Klippen. Ich danke euch, dass ihr alle gekommen seid. Aber mein besonderer Dank gilt der Ponty-Pendy-Feuerwehr, die dafür sorgt, dass hier auch niemandem etwas passiert. Hört, hört! Also, mir bleibt jetzt nur noch eins zu sagen, und zwar 5, 4, 3, 2, 1! Eine Rakete gebaut sein. Eine tolle Rakete, Mike. Danke, Norman. Hey, du hast doch gesagt, du würdest mir helfen, auch eine zu bauen. Ja, aber da wirst du noch ein bisschen warten müssen. Wieso? Weil ich vorher erstmal die Schaufensterscheibe deiner Mom reparieren muss. Oh. Verflixter Funkenflug. Das Gestell zum Runterlassen ist ja noch oben auf dem Turm. Und das Runtertragen dauert zu lange. Sieht ganz so aus, als müsstest du dich abseilen, Sam. Das schaffst du. Hier, Norman, damit du nicht verhungerst. Ah, danke, Mom. Wir sind fast da, Penny. Das ist Sam! Oh. Er ist da! Hol ihn da raus, Sam! Oh, das kannst du doch! Selbstverständlich, Dillis. Na los, Penny, du sicherst das Seil dort an diesem Pfosten und ich schaue nach unserem Norman. Hör zu, Norman! Ich werde mich in den Brunnen abseilen, um dich da rauszuholen. Ist gut, Sam. Ich hab es. Ganz vorsichtig, Sam. Oh, ist er nicht mutig? Ich habe alle Münzen verloren. Das ist halb so schlimm, Norman. Was hast du nur in dem Brunnen gesucht, Norman? Es tut mir leid, Mom. Es ist noch so furchtbar lange hin, bis ich Geburtstag habe. Na, und als ich hörte, dass der Brunnen voller Geld ist, wollte ich mir damit ein neues Skateboard kaufen. Oh, du bist ein sehr ungeduldiger Junge, Norman Price. Ich weiß. Entschuldige. Das musst du verstehen. Ich mochte mein Skateboard ebenso gern. Deshalb habe ich hier etwas für dich. Na, Mr. na, nur wenn du das einhältst. Keine Brunnenexkursionen und kein Skateboardfahren im Laden deiner Mutter. Nie wieder. Versprochen. Nun kommen Sie schon. Was war es, das Sie sich gewünscht haben, Trevor? Ich wünschte, Sie würden andere Sandwiches zum Picknick machen. Ich mag keine Krabbenpaste. Oh. Du schaffst das, Elvis! Keine Angst! Schau ich da runter, wird mir ganz kunterbunter. Hab ja einen Helm fest auf, fall ich auch raus. Ah! Ah! Ja!
wirklich klasse, Elvis. Und jetzt muss sich nur noch einer von uns abseilen. Der Hund? Von da oben abseilen? Da lachen ja wohl die Hühner. Nicht Schnuffi, Süßer. Ich? Wie abseilen? Es ist doch geradezu überlebenswichtig für den modernen Brandbekämpfer. Vorsicht da unten! Ja. Langsam, das tut weh! Langsam, langsam! Oh, das ist Penny! Was für ein Glück, dass ihr hier seid! Ich hänge fest! Wir müssen sofort Hilfe holen, Norman! Moment mal! Was hast du da in deiner Hand? Eine Leuchtrakete! Was? Aber das ist kein Spielzeug! Die haben wir gefunden! Ich wollte sie eigentlich gerade Feuerwehrmann Sam bringen! Das ist gut, aber im Moment können wir sie hier besser gebrauchen! Würdest du sie mir bitte hochwerfen, Mandy? Ich? Oh, wird gemacht! Ein super Wurf, Mandy! Wow! Wow! Oh, du hopsendes Känguru, wo versteckt sich nur diese Leuchtrakete? Oh, das ist bei den Klippen. Ich rufe sofort Feuerwehrmann Sam. Oh, da hat jemand eine Notleuchtrakete gezündet. Komm! Tom hat eine Leuchtrakete gesichtet, Sam. Und zwar bei den Klippen. Ihr erwartet euch dort mit dem Hubschrauber. Und los geht's. Gut, da kommt Tom mit dem Hubschrauber. Und da kommt ja auch Sam. Penny hängt da oben an den Klippen fest, Sam. Ihr müsst ihr helfen. Keine Sorge, Mandy, wir retten sie schon. Tom, lass die Rettungsschlaufe runter. Kein Problem, Sam. Rettungsschlaufe kommt sofort. Ist gut, Tom. Hoch damit. Schön langsam. Alles klar. Hurra! Ja! Juhu! Echt gut gemacht, Sam. Gut, dass ihr die Leuchtrakete gefunden habt. Und gut, dass du sie nicht vorher gezündet hast, Mandy. Herzlichen Glückwunsch, Mandy. Du bist eine Heldin. Oh, aber ich habe von Anfang an gesagt, dass wir die Leuchtrakete nicht abfeuern sollen. Wisst ihr, so eine Leuchtrakete ist kein Spielzeug. Ich verstehe immer noch nicht, wie diese Leuchtrakete auf die Wiese gekommen ist. Das ist wirklich merkwürdig, Tom. Das ist des Rätsels Lösung, Tom. Butler nimmt sich eben einfach, was er will. Was? Ein brennender Komposthaufen bei den Flats? Zwei sind da, Sam. Die anderen sind zu der Blumen- und Gemüseschau gegangen. Und genau dahin müssen wir auch. Ausreichend Abstand halten, bitte. Seien Sie vorsichtig. Sam und Penny sind bereits unterwegs. Da kommen Sie schon. Das ist gut. Da sind Sam und Penny. Ja, sie sind da. Beeil dich, Sam. We'll be right back.
Ich danke euch vielmals, Sam und Penny. Ich ahnte nicht, dass ein Komposthaufen so gefährlich sein kann. Deshalb hatte ich Mike geraten, ihn umzugraben, damit er etwas abkühlt. Mike? Ja, stimmt schon. Mandy hat mich auch andauernd dran erinnert und ich tat nichts. Ich dachte, es besser zu wissen, wie so oft. Aber wie entzündet sich so ein Feuer von selbst? Der Kompost war sehr heiß. Und als Mike den Kürbis herauszog, ist ein Loch entstanden, wodurch Luft hinzukam und die Flammen auflodern ließ. So kam es zu dem Feuer. Ach, dumm war das von mir. Ich wollte, dass die Show ein Erfolg wird. Und nun habe ich alles ruiniert. Nein, das hast du gar nicht, Dad. Oh, ich danke dir. Die Blumen und das Gemüse sind doch noch unversehrt, oder etwa nicht? Oh ja, natürlich. Bis auf die Gewinnertomate. Ausgezeichnet. Dann sehen wir uns die Sachen jetzt an. Der Preis geht an die wunderbaren Küchenkräuter, gezogen von James und Sarah. Ja! Ich gratuliere. Und das ist noch nicht alles. Es gibt einen Extrapreis für die lustigste Einreichung. Ach ja, den gewinnt der Tomatenstrauch mit den angeklebten Tomaten. Oh nein. Wer hat den gewonnen, ne? Höchstwahrscheinlich Sie, Sir. Ich muss mich vielmals entschuldigen. Ich hatte da einen winzig kleinen Unfall. Wie bitte? Oh, Cricklington. Lassen Sie mich durch. Geben Sie den Einsatzkräften Raum. Norman Price. Wer wohl auch sonst? Ach, hallo, Hauptfeuerwehrmann Steel. Bitte helfen Sie meinem Jungen. Meinen Sie, Sie können ihn frei bekommen? Treten Sie beiseite und lassen Sie mir bitte etwas Platz, ja? Da muss ich an einen Jungen denken, dessen Kopf steckte fest in einem Gartentor. Nur war sein Kopf mir so eingeklemmt. Ja. Oh, nein. Nein, 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 nein. Hilfe, ja, ich hänge fest. Los, ziehen Sie. Ja, oh, nicht daran, Mister. Das liegt an seinen Ohren. Die stehen noch mehr ab als meine. Oh, das ist alles so lächerlich. Richtige Hilfe muss kommen. Es ist ein Unglückstag, mit mehr Pech als genug. Geld verloren, der Zahnarzt hat bohren und mein Bein ging zu Bruch. Was? Hauptfeuerwehrmann Steels Kopf steckt ebenfalls fest in demselben Gitter? Aber Sam und Penny sind immer noch weg. Ich bin als Einziger noch hier, aber ich kann doch nichts machen. Oder etwa doch? Jemand ist in Schwierigkeiten. Ich muss etwas unternehmen. Nina, 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 Nina. Da! Das ist Elvis! Cricklington? Du meiner Treu! Ich melde mich offiziell zum Dienst, jetzt und immer. Ach, du meine Güte. Kein Problem, ihr seid da sofort raus. Trevor, ich brauche die hydraulische Schere hinten beim Werkzeug von Venus. Oh ja, ich hole sie. Frauen und Kinder zuerst. Mein kleiner Bengel-Engel, du bist gerettet. Und jetzt müssen Sie mich von meiner Mom befreien. So ist es schöner. Guter Mann. Das bleibt unser kleines Geheimnis, nicht wahr, Quiddlington? Was denn sonst, Hauptfeuerwehrmann-Stil? Ist hier alles in Ordnung? Oh ja, es ist alles in bester Ordnung. Dank unserem Elvis. Er ist ein echter Held, Sam. Ein fabelhafter Retter. Feuerwehrmann Cricklington ist wirklich jetzt und immer bereit zu helfen. Selbst mit einem gebrochenen Bein. Wo bleibt denn der Bus? Kann ich ein Autogramm von dir haben, Elvis? Oh, klar, James. Oh, du hast dir auch ein Autogramm von Sam geholt. Ja,
Sam rettet Menschen. Er ist ein Held. Und er darf immer mit Jupiter herumfahren. Schade, das kannst du ja jetzt nicht mehr, Elvis. Nein, da hast du wohl recht. Sam! Anhalten! Was ist denn los, Sam? Im Wald brennt ein Baum und wir fürchten, das Feuer könnte sich ausbreiten. Oh, also was Ernstes. Vielleicht sollte ich euch lieber helfen. Aber was ist mit deiner Fernsehshow? Ich bin immer noch zuerst Feuerwehrmann. Wow! Da ist Feuerwehrmann Sam. Ja, und da kommt auch Tom. Cool. Hey, geht's euch auch gut? Also, ich fühle mich ein bisschen schwach. Ein belegtes Brot könnte mir helfen. Ach. Aber doch nicht jetzt. Mit Toms Hilfe schaffen wir es. Jetzt ist es zu spät, noch rechtzeitig zu deiner Fernsehshow zu kommen. Nicht, wenn wir mit dem Hubschrauber fliegen. Spring schon rein, Elvis. Wow, fantastisch. Ganz genau wie ein echter Superstar. Warte doch, Elvis. Du hast was vergessen. Viel Glück. Wir werden dir alle zuschauen. Danke. Wir sehen uns morgen früh zum Dienstbeginn, Penny. Mach's gut. Und viel Erfolg! Ah! Dieser gemeine Vogel hier isst alle belegten Brote auf. Das ist ja der purpurkehlige Wolkenwaldsänger. Jetzt nicht bewegen, Norman. Und jetzt extra aus Pontypandy eingeflogen, Elvis Cridlington. Dieses Lied ist für all meine Freunde in Pontypandy. Aber ganz besonders für Feuerwehrmann Sam und Penny und natürlich für Hauptfeuerwehrmann Steele. Die besten Kollegen auf der ganzen Welt. Habt ihr das eben alle gehört? Er hat meinen Namen gesagt. Ich singe mein Lied, bis ich nicht mehr kann. Doch zuallererst bin ich ein Feuerwehrmann. Dinglingling, es weiß jeder Mann. Zuallererst bin ich nun mal ein Feuerwehrmann. Ja! Oh, das ist mein Junge. Ganz ruhig, Trevor. Du hast doch keine Höhenangst. Das schaffst du doch sicher. Ja, die Kleinen nicht enttäuschen. Die Sicherungsleine nicht vergessen. Aufgepasst, es geht los. 1, 2, 3. Mr. Evans, oh nein! Hilfe, holt mich hier runter. Ich hänge fest. Oh je. Das ist wieder mal Dann laufe ich schnell zur Bergwachtstation und verständige Tom. Der wird Feuerwehrmann Sam rufen. Halten Sie durch, Mr. Evans! Ich hole Hilfe! Tom! Tom! Oh nein, ich muss versuchen, Hilfe herzuholen. Hallo? Hallo? Feuerwehrmann Sam? Bist du da, Feuerwehrmann Sam? Wer ist da? Norman Price. Norman Price? Das Funkgerät ist kein Spielzeug. Trevor ist in Gefahr. Bei der Bergwachtstation. Was? Trevor ist in Schwierigkeiten? Alles klar, wir sind unterwegs. Lange kann ich mich hier nicht mehr halten. Feuerwehrmann Sam wird gleich hier sein. Hör zu, Trevor. Lass los und wir fangen dich auf. Super! Super runtergesprungen. Wahnsinn. Geht es denn, Trevor? Oh, ich denke schon. Das war ein dreifacher Salto. Wirklich unglaublich. Super vorgeführt hat er das. Oder was denkst du, Norman?
Tut mir leid, dass ich kein Vertrauen hatte, Mr. Evans. Ich wollte einfach unbedingt das Sagen haben. Das wirst du eines Tages, da bin ich ganz sicher. Naja, und Sie sind der beste Pfadfinderführer aller Zeiten, abgesehen von Sam. Da werde ich ja rot bei so einem überschwänglichen Lob. Oh, ihr hattet ja eure Verpflegung vergessen. Ja! Und? Wie war euer Ausflug so? Mr. Evans war richtig mutig, Mom. Du hättest ihn auf der Seilbahnrutsche sehen müssen. Ach, das habe ich alles verpasst. Machen Sie das doch noch mal. Das sieht sich ja äußerst elegant aus. Oh, das klingt wie Toms Hubschrauber. Hier, ich bin hier unten. Hallo. Oh, er sieht nicht, dass ich hier feststecke. Norman, machst du dir einen Spaß? Geht's euch allen gut? Oh, Sam, ich war noch nie im Leben so erleichtert. Na schön, wir ziehen euch jetzt zurück auf die Straße. Wo ist Trevor? Der holt Hilfe, dieser mutige Mann. Er hat den Bus verlassen? Mal sehen, ob ich ihn erreiche. Kein Empfang, aber er muss ja irgendwo sein. Elvis, du befestigst das Abschleppseil, während ich Tom Bescheid gebe. Wird gemacht, Sam. Tom? Sam hier. Trevor Evans ist zu Fuß unterwegs und wir können ihn nur mit deiner Hilfe finden. Alles klar, Sam. Aber ich bräuchte hier oben jemanden, der mir hilft. Du kannst auf mich zählen, Tom. Okay, Sam. Wir sind soweit. Endlich geht's nach Hause. Aber wir haben gar keinen Fahrer. Wer ist da? Ich habe einen Hund dabei, einen ganz großen. Ach, Tiger, was machst du denn im Dunkeln so weit weg von zu Hause? Da unten ist Trevor. Sieht aus, als würde er in einem Schlammloch feststecken. Dann werde ich dich jetzt mal mit der Rettungsschlaufe runterlassen, Sam. Gut, ich bin bereit, Tom. Alles klar, Trevor? Oh, ja, Tiger hat mir Gesellschaft geleistet. Gut. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Kein Problem, Trevor. Hätte ich nur auf den Rat der anderen gehört und wäre im Bus geblieben. Tja, jetzt bist du ja in Sicherheit. Und das wilde Tier von Ponty Pandy scheinen wir jetzt auch gefunden zu haben. Nicht wahr, Norman? Jetzt fahren wir nach Hause. Trevor, was halten Sie davon, mit mir und Norman zu Abend zu essen? Aber gerne doch, Dillis. Mom, da war es. Ich hab's gesehen. Das wilde Tier. Ach, Norman. Jetzt hör endlich auf. Der ganz in weiß gekleidete Geist wanderte den Berg hinauf zu dem Haus, in dem er einst wohnte. Dieses Haus. Er ging einfach so durch die Wand und direkt ins Wohnzimmer. Und dann ging er rüber zum Fenster und dort nahm er dann seinen Kopf ab. Norman, du bist ein Spaßvogel. Und dort steht der Geist jetzt auch. Und er starrt euch alle an. Na los, wenn ihr euch traut, dann dreht euch doch mal um. Na gut. Nein. Oh nein, der Kürbis brennt da. Ruf Feuerwehrmann Sam. Oh, ein Feuer im Haus von Mike Flood. Oh je. Ein Feuer im Haus der Flatz. Beeilt euch.
Geht es um Mikes Halloween-Feuer, Sir? Ich fürchte, das Feuer ist außer Kontrolle geraten. Wir wollten nach Dienstschluss auch auf die Halloween-Party gehen. Also, dann könnte ich doch auch gleich mitkommen, nicht wahr? Kommen Sie bald? Ja, hoffentlich. Da kommt Sam. Geht es um das Lagerfeuer? Nein, das Wohnzimmer brennt. Setzen wir die Atemgeräte auf, Männer. Und jetzt Wassermarsch. Das Feuer ist gelöscht. Da habt ihr aber noch mal Glück gehabt. Dankeschön, Sam. Ja, vielen Dank. Wie ist das Feuer denn ausgebrochen? Das war wohl meine Schuld. Ich habe ein Laken über den Kürbis gelegt, damit er aussieht wie der Geist von Ponty Pandy. Ich war auch beteiligt, Sam. Ich habe nämlich die Kerze brennen lassen. Nie einen Raum verlassen, in dem eine Kerze brennt. Und niemals ein Laken über eine offene Flamme legen. Es tut mir leid, das war wirklich keine Absicht, Sam. Ich wollte doch nur den Spukwettbewerb gewinnen und mehr nicht. Es war ja ein Unfall, Norman, also gräm dich nicht. Aber das Feuer hat ein ganz schönes Durcheinander angerichtet. Das räume ich alles wieder auf. Ich helfe. Ich auch. Wie wär's, wenn wir alle helfen? Dankeschön, das ist aber sehr nett von euch. Und denk daran, Norman, es ist nicht immer der richtige Zeitpunkt, um Leute zu erschrecken. Ist gut, Sam. Ich werde jetzt daran denken. Jetzt ist so ein Zeitpunkt. Da haben wir ja unseren Gewinner. Das war wirklich sehr überzeugend, Sir. Und das klang nach einer geplatzten Spraydose. Mein Laden! Ich muss gleich die Feuerwehr anrufen. Halt! Man darf niemals ein brennendes Gebäude betreten, Dillis. Keine Sorge, Sam. Ich könnte sie auch von uns aus anrufen. Es geht ganz bestimmt schneller, wenn ich zur Feuerwache laufe und Hilfe hole. Beeil dich! Hallo, Feuerwehrmann Sam. Ich wollte gerade... Oh. Entschuldige, James. Ein Notfall. Ich bringe sie wieder zurück. Wow! Ich verstehe das einfach nicht. Ich dachte, dass wir heute alle Hände voll zu tun hätten. Meiner Treu, was für eine außergewöhnliche Freizeitbeschäftigung für einen Feuerwehrmann. Ich erklär's später. In Dillis Supermarkt ist ein Feuer ausgebrochen. Was? Ach, endlich gibt es was zu tun. Halt, ich habe die Feuerglocke nicht geläutet. Puh, auf so einem Ding wollte ich schon immer mal fahren. Hoho. Da kommen sie. Und gleich zu dritt. Oh, was für ein Glück, dass du wieder da bist, Sam. Wow, seht euch nur den Rauch an. Irre. Aber das riecht ja wie Sommerwiese. Elvis, stell den Strom ab. Wird gemacht, Sam. Es ist nur zu schade, dass nicht jedes Feuer so gut riecht. Habe ich recht, Penny? Und, konntest du deine Arbeiten zu Hause erledigen, Sam? Nein, nein, eigentlich nicht so recht. Aber ich habe Mike vom Dach gerettet, ich habe einen fahrerlosen Bus gestoppt, ich habe Norman aus dem Zement gezogen, ich bin mit dem Skateboard auf die Feuerwache gefahren, um euch zu holen und habe geholfen, dieses Feuer zu löschen. Oh, dann ist das wohl der Grund, weshalb wir heute gar keinen Einsatz hatten, nicht wahr? Ja, denn Sam hat sich um alles gekümmert. Na, ihr kennt ja das Sprichwort. Ein richtig guter Feuerwehrmann ist immer im Dienst. Sam, wir haben uns da was überlegt. Da du uns an deinem freien Tag geholfen hast, würden wir jetzt gern dir helfen. Ich könnte deine Haustür streichen. Kein Problem. Und ich kann für dich bügeln. Und Norman hier kann dein Unkraut jäten, und zwar die nächsten 3 Monate. Ach, Mom.
Das ist wirklich sehr nett. Ich danke euch vielmals. Feuerwehrmann Sam? Wann kriege ich denn eigentlich mein Skateboard wieder? Ach, dein Skateboard? Das habe ich ganz vergessen, James. Pass auf, ich fahr gleich zurück in die... Helft mir! Ich kann nicht anhalten! Hilfe! Wie gesagt, ein guter Feuerwehrmann ist immer im Dienst. Keine Sorge, Sir. Ich hol sie da schon runter. Das Meer mag ruhig aussehen, aber man kann leicht hinaustreiben, wenn man nicht genug aufpasst. Ich rufe besser Feuerwehrmann Sam. So ist es, brav Tiger. Lebe wohl, Sandwich. James und Norman aufs Meer hinausgetrieben? Zwei Jungs sind aufs Meer hinausgetrieben. Das ist ein Fall für Neptun. Vielleicht sollten wir Tom Thomas und seinen Hubschrauber zu Hilfe holen, Sir. Das werde ich erledigen. Du kommst auch mit, Tiger. Gwendolyn fragt sich sicher schon, wo du steckst. Kapitän. Und ich sage, wir rudern zur Küste. Aber wir wissen doch gar nicht, wo die Küste ist. Nachher rudern wir noch in die falsche Richtung. Oh. Au! Oh, hoffentlich ist nichts passiert. Mach dir keine Sorgen. Sam findet sie schon. Kein Wasser. Was sollen wir denn jetzt tun, James? Also jetzt beruhige dich doch mal, Norman. Die suchen bestimmt schon längst nach uns. Aber das Meer ist so riesengroß, James. Wir sind wie eine winzig kleine Nadel in einem Wasserhaufen. Hä? Hä? Ja! 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 Wir sind hier unten! Ja! Hier! Hier unten! Wir sind hier unten! Ich habe James und Norman gesichtet, Sam. Fragt sich nur, wie sie so weit raustreiben konnten. Wir kommen sofort. Danke, Tom. Und bis gleich. Es tut mir so leid, Sam. Wir sind eingeschlafen. So ist das nun mal mit dem Meer. Man kann nie wissen, wie es sich verhält. Aber eigentlich hättet ihr gar nicht erst alleine rausfahren dürfen, Jungs. Wir haben doch Piraten gespielt. Jetzt bringen wir euch erstmal an Land. Bist du ja, mein Junge. Und glaubst du jetzt vielleicht, dass Mädchen auch gute Piraten sein können, Norman? Ja, das stimmt. Vielleicht. Ja, vielleicht wer? Ja, vielleicht. Kapitän Sarah. Ach, Gwendolyn. Ich habe hier einen gewissen Tiger, der sich für eine Feuerwehrkatze hält. Hoffentlich hat er euch nicht gestört. Eigentlich ist er als Schiffskatze wirklich besser geeignet. Ih, du riechst nach Fisch. Oh, bei Trevor Evans Wettgrillfest hat ein Baum Feuer gefangen. Beeilung, Leute! Auf dem Grillplatz ist ein Feuer ausgebrochen. Ich hoffe, ihr habt bei der Besprechung heute Morgen gut aufgepasst. Tja, Elvis. Sieht aus, als würdest du schneller als erwartet an die Würstchen kommen. Na, hoffentlich sind noch welche übrig. Da sind ja Sam und die anderen. Welch ein Glück. Ich denke, dafür brauchen wir beide Schläuche, Penny. Wird gemacht, Sam. Alles klar, Elvis. Wassermarsch. Sam! Da drunter! Da steht eine von diesen Gasflaschen. Die könnte jeden Moment explodieren.
Vollkommen richtig, Elvis. Sorg dafür, dass alle auf Abstand bleiben und ich bringe den Brand hier unter Kontrolle. Das ist sicher das Beste, Sam. Bitte geht alle weiter zurück. Penny, du musst auf die Gasflasche halten und sie weiter abkühlen. Ich werde das restliche Feuer löschen. Schon klar, Sam. Bin dabei. So, Feuer gelöscht. Darf ich nachsehen, ob von den Riesengarnelen und den Würstchen noch was übrig ist, Feuerwehrmann Sam? Tut mir leid, Norman. Es kann ziemlich lange dauern, bis sich eine Gasflasche abkühlt. Und so lange ist es zu gefährlich, sich ihr zu nähern. Oh, dann werde ich die restlichen Würstchen mit nach Hause nehmen müssen. Und ich meine Riesengarnelen ebenso. Aber ich bin so hungrig. Ich habe nicht einen Bissen abbekommen, weder von den Garnelen noch den Würstchen. Ich denke, ihr solltet von den Bäumen mehr Abstand halten beim Grillen und vielleicht ein bisschen weniger Grillkohle. Ach, du hast völlig recht, Sam. Ach, das war aber auch meine Schuld, Trevor. Ich habe zu sehr angegeben. Und jetzt hat keiner was von den Würstchen. Oder meinen Riesengarnelen. Nicht so voreilig. Dieses Ölfass bringt mich auf eine Idee. Na bitte, jetzt klappt es ja doch noch. Perfekt für Trevors Würstchen und Toms Riesengarnelen. Ihr werdet diesmal allerdings zusammen grillen. Schon verstanden. Danke, Feuerwehrmann Sam. Ich muss ja ganz offen sagen, diese Würstchen riechen zum Reinbeißen. Genau wie deine Riesengarnelen. Ich finde, wir sind beide die größten Grillmeister von Ponty Pendy. Ha, gut gesagt, Kumpel. Oh, sind die Würstchen jetzt endlich fertig? Und jetzt? Ratet mal, wer uns ruft. Die Jones. Die ganze Familie ist in Seenot. Also nichts wie los, Penny. Ich glaube, dir geht es wirklich nicht gut genug für den Einsatz, Penny. Meinen Sie nicht, ich sollte lieber hinfahren, Sir? Papalapap, Critlington, dafür ist eindeutig Penny zuständig. Sie ist unsere Expertin für Neptun. Gut. Ich erledige diesen letzten Einsatz und dann gehe ich nach Hause. Wie du meinst. Die Sirene hört ja gar nicht auf. Es hat keinen Zweck, Schnuffi. Ich kann so nicht einen Moment länger hierbleiben. Du schaffst das, Penny. Du kannst das doch. Nur noch diesen Einsatz. Was soll ich nur tun? Ich bring doch alle in Gefahr. Es tut mir wirklich leid, Sir. Ich bin zu krank, um Sie müssen Sam Bescheid sagen. Verstanden, Penny. Bleib ja da, wo du bist. Hilfe ist schon unterwegs. Elvis, sag Tom, er soll mit dem Hubschrauber zum Hafen kommen. Ich gebe Sam Bescheid, ihn dort zu treffen. In Ordnung, Sir. Sam! Ja, Sir? Ah! Wer? Du meiner Tom. Melde mich zum Dienst, Sir. Wo wird unsere Hilfe gebraucht? Wieso hat Neptun angehalten? Irgendwas stimmt da nicht. Was ist denn passiert? Bist du verletzt? Nein. Ich glaube, ich habe hohes Fieber. Wir bringen dich schnell hier weg. Tut mir leid, dass es gedauert hat. Penny ist krank geworden. Oh, ist es was Ernstes? Das wird schon wieder. So, ich befreie euch mal von der Boje, damit ich euch an Land ziehen kann. Es tut mir schrecklich leid. Ich hätte heute zu Hause bleiben sollen. Du zeigst bewundernswertes Pflichtbewusstsein. Aber du hast heute riskiert, dich und andere in Gefahr zu bringen. In große. Und ich tue es nie wieder, Sir. Tut mir sehr leid, Sam, dass ich deinen freien Tag ruiniert habe. Ich wollte sowieso gerade hierher. Was soll ich zu Hause, wenn ich doch den besten Beruf der Welt habe? Du hast so recht, Sir.
Gesundheit! Gesundheit! Schnell wie immer, Sam. Und Penny. Schnuffi kam ganz allein zurück zum Haus der Flats. Helen denkt, dass es vielleicht einen Unfall gegeben haben könnte. Wie ich Schnuffi kenne, könnte sie durchaus recht haben. Helen soll Schnuffi unbedingt festhalten. Wir sind unterwegs. Das war knapp. Vielleicht haben die streunenden Schafe etwas mit dem Notruf zu tun. Weißt du, wo Mandy und Norman hingegangen sind, Helen? Mandy sagte, sie wollte zu den Wiesen gehen. Schnuffi will, dass wir ihm folgen. Dann nehme ich den Krankenwagen. Vielleicht ist ja jemand verletzt. Sam! Das ist Mikes Wagen! Du bist der größte Schnuffi! Du hast es geschafft! Mike, bist du verletzt? Ah, nichts passiert, Helen. Ich kann hier nur nicht raus. Weißt du, die Beifahrertür klemmt immer noch. Also, Mike, wirklich? Na dann, ihr müsst jetzt bitte alle schön weit zurückgehen. Penny, leg bitte einen Schlauch zu Mikes Wagen, falls irgendetwas Feuer fängt. Wir werden dich rausschneiden müssen, Mike. Penny, hol die Hydraulikschere. Wie ist denn das passiert? Bestimmt hat es was mit den Schafen zu tun, nicht wahr, Norman? Ja, ich habe versucht, sie über die Wiese zu treiben und... Schnuffi sollte das erledigen, oder? Ich sagte dir doch, er ist kein Hirtenhund. Ja, schon. Mike, gib mir deine Hand. Danke, Sam. Das war ja was. Ich wünschte nur, ich könnte das wieder gut machen. Ich verständige die Wache. Die Schafe sind immer noch frei. Und? Gute Nachrichten. Mike Flood hat seinen Autounfall unbeschadet überstanden. Sehr gut gemacht, Schnuffi. Was für ein Held. Sam sagte da noch etwas von streunenden Schafen. Na sowas. Der schlimme Schluck auf. Ich bin ihn los. Mike sagte ja, das geht durch Erschrecken. Oh nein. Gut, jetzt tun Sie so, als würden Sie ein großes Feuer löschen. Ich meine, einen riesigen Brand. Oh ja, etwa so? Könnten Sie vielleicht etwas mehr Aktion hineinlegen? Geh aus, Feuer! Ich lösche dich! Grandios! Wie wäre eine Situation mit der Axt? Und wenn ich die Stange runterrutsche? Ja, ganz ausgezeichnet. Gute Idee. Du meiner Treu. Ruhig, du bist bald wieder da, wo du hingehörst. Es ist jetzt soweit, Mandy. Alles klar. Die Halterung lösen. Auf Wiedersehen, kleiner Ball. Vielen Dank, Tom. Meinst du, es wird ihm gut gehen, Sam? Mhm.
Ganz bestimmt. Jetzt, wo er wieder bei seiner Mutter ist. Auf Wiedersehen! Und vielen Dank! Immer gern, Mandy. Na dann, Mandy. Lass uns zu mir nach Hause gehen und zählen, wer von uns beiden das meiste am Strand gesammelt hat. Auch wenn wir das schon längst wissen. Was würdet ihr denn gern machen? Die können doch nicht reden, so ein Quatsch. Woher weißt du das? Ist doch klar, was sie wollen. Einfach zurück nach Hause. Hallo? Gewonnen habe ich aber trotzdem noch, ja? Ja, ja, klar. Na, endlich. Ein ordentliches Gruppenbild der Feuerbrigade von Pumpty Pandy. Also ich bin untröstlich. Der Film ist wohl schon voll. Aber Sie hatten doch vorhin einen neuen Film eingelegt. Wovon hast du denn so viele Aufnahmen geschossen, Trevor? Nun, sehr schöne Fotos von... Das Telefon, es klingelt. Ich höre es genau. Und die Tür geht nicht auf. Dabei sollte Mike doch den Türgriff reparieren. Gwendolyn, bist du das? Hilfe! Hilf mir! Ich sitze hier mit Tiger im Keller fest und das Wasser steigt immer weiter. Oh, Tiger! Ich rufe wohl besser Feuerwehrmann Sam. Tiger sitzt in einem Keller voll Wasser fest und Mike sitzt mit ihm da drin? Holt mich hier schon raus, damit wir ihn befreien können. Aber die Tür scheint zu klemmen. Penny hat recht. Ich kann sie auch nicht öffnen. Soll ich vielleicht die Axt nehmen? Nein, nein, nein. Kümmert euch nicht um mich, sondern befreit erst mal Mike aus dem Keller. Der braucht eure Hilfe nötiger. Tja, wenn Sie es so wollen, Sir. Auf geht's. Los. Viel Glück. Hoffentlich ist Mike nichts passiert. Ich will doch heute Abend mit ihm singen. Keine Sorge, Elvis. Euer Duett wird bestimmt toll. Mir nach! Gut. Diese Tür ist es. Ja. Okay. Mike, tritt bitte etwas zurück. Ich werde jetzt die Tür aufbrechen und zwar mit meiner Axt hier. Alles klar, Sam. In den Eimer, Tiger. Da bleibst du trocken. Wir sollten das Wasser abstellen. Und schon mal die Wasserpumpe holen. Nein, immer eins nach dem anderen. Erst müssen wir sicherstellen, dass Mike da drin auch nichts passiert. Hey, Mike, bist du jetzt auch weit genug von der Tür weg? Ja, Sam. Nimm meinen Arm, Mike. Gut gemacht, Sam. Ja, Tiger ist in Sicherheit. Du bist sehr ruhig geblieben, Sam. Und du hast eins nach dem anderen getan. Ach, das hätte ich auch tun sollen. Dann wäre uns das erspart geblieben. Keine Sorge, das kriegen wir wieder hin. Trotzdem, vielen Dank, Feuerwehrmann Sam. Jetzt komm, Mike. Es wird langsam Zeit, dass wir unser Duett singen. Jetzt warte doch mal kurz, Elvis. Immer eins nach dem anderen, schon vergessen? Gut. Dann drehe ich den Hauptwasserhahn zu. Elvis und ich werden das Wasser aus dem Keller rauspumpen. Und ich werde mal die gute Mrs. Steele aus dem Schrank befreien. Und dann können wir uns nachher alle zu dem großen Duett von Elvis und Mike treffen. Na los! Ja! Pitch, Patsch, ja, das Waschen macht Spaß. Patsch, Pitch, fühle mich wie ein Fisch. Pitch, Patsch, ja, das ist doch ein Klacks. Wir singen das Pitch-Patsch-Lied, das geht Pitch-Patsch. Ja! Norman, Dillis und Charlie treiben draußen in der Bucht. Halt! Und Hauptfeuerwehrmann Steele sitzt auf dem Dach der Flats fest. Oh je, er hat sicher versucht, seinen Drachen steigen zu lassen. Penny und ich nehmen Venus und lassen Neptun zu Wasser. Elvis, du fährst mit Jupiter zu den Flats. Alles klar, Sam.
sie. Los geht's! Hallo! Ich übernehme das kleine Segelboot. Und ich übernehme Charlies Boot. Norman, wirf mir euer Tau rüber. Ich binde es an Charlies Boot. Mach ich, Sam. Und ich schleppe euch zusammen mit Neptun hier weg. Wir sind in ein paar Minuten wieder an Land. Oh, ich kann es nicht erwarten, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Keine Angst, Sir. Ich werde Sie da sicher runterbringen. Einen Schritt nur. Ich halte Sie gut fest. Vorsichtig! Oje, du meine Güte. Geht es Ihnen gut, Hauptfeuerwehrmann Steele? Selbstredend, das geht mir sogar bestens. Für jemanden wie mich gehört so etwas zum Alltag, so Drachentesten, meine ich. Und soll ich diesen Drachen hier zu Ihrem Neffen bringen, Sir? Auf keinen Fall. Der gehört mir. Da brauchen Sie sich gar nicht zu schämen, Sir. Das war nicht meine Schuld. Das war der Wind. Norman, ich sagte dir doch, dass du eine erwachsene Begleitperson mitnehmen musst, wenn du rausfahren willst. Das hatte ich doch. Komm schon, Norman. Du weißt genau, was Penny meint. Oh, tut mir echt leid. Ich hab euch damit alle in Gefahr gebracht. Vielen Dank, dass du uns geholfen hast, Charlie. Und vielen Dank, Sam. Ach, na, das ist doch klar, Norman. Mach das nur ja nicht wieder, hä? Wenn die Steuerung wieder heil ist, darf ich dann vielleicht auch mal das große Boot fahren? Probier doch erst mal etwas weniger Gefährliches. Lass doch mal einen Drachen steigen. Ja, beim Drachen steigen lassen kommt man sicherlich nicht in Gefahr. Da sind sie ja! Los, Norman, beeil dich! Los, spring rein, Norman! Fahr vorsichtig, Sam! Nach der Karte, die ich ihm gezeichnet hatte, muss er hier sein. Aber er ist hier nirgendwo zu entdecken. Wir sollten die Sirene ausstellen. Vielleicht können wir ihn dann rufen hören. Hilfe! Was ist das? Ich glaube, ich kann ihn hören, Sam. Helf mir! Da. Hilfe! Hilfe! Bleib ruhig, Derek. Feuerwehrmann Sam holt dich ganz schnell hier hoch. Vorsicht! Die Steilwand bröckelt schon. Wir müssen ihn schnellstens hochholen. Mit vereinten Kräften. Genauso wie wir als Team deinen Schlüssel geangelt haben. Nur bin ich diesmal der Haken. Passt auf. Elvis, du steuerst die Winde. Und Penny, du gibst ihm Anweisungen. Kein Problem, Sam. Vorsicht! Nicht ganz so schnell, Elvis. Sam ist fast da. Stopp! Perfekt! Derek, du musst dich jetzt an mir festhalten. Wir werden gleich oben sein. Ach, danke. Ja, er hat ihn, Elvis. Zieh die beiden hoch, aber schön gleichmäßig. Das hätten wir. Wieder in Sicherheit. Norman, wolltest du Derek nicht noch irgendetwas sagen? Es tut mir sehr leid. Das stimmte alles gar nicht mit den Blumen und die Karte war auch erfunden. Ich wollte, dass Mom denkt, dass ich ihr Goldschatz bin. Nur ich allein und nicht du. Halb so schlimm. Das verstehe ich ja. Eigentlich war es sogar ganz lustig. Du verzeihst mir? Aha. Au! Toll! Du hast ja einen Handschocker. Kommt jetzt, ihr Scherzbolde. Wir bringen euch heim. Und dann können wir endlich meinen Kuchen essen. Endlich Kuchenzeit. Ah, da bist du ja, Quiddling.
dann kann ich mich für den hervorragenden Kuchen bedanken, den du mir hingestellt hast. Aber ich habe... War nicht leicht, ihn völlig zu verputzen, aber jeder köstliche Schokoladenbissen hat sich gelohnt. Nein. Der Treibstoff ist alle. Gut, dass ich in der Kabine einen Ersatzkanister habe. Ich hab einen! Oh. Tja, dann ziehen Sie ihn mal raus, Hauptfeuerwehrmann Steel. Falscher Alarm! Oh, Feuer! Zurücktreten, Charlie! Jetzt heißt es Ruhe bewahren! Ziel damit direkt auf das Feuer! Gute Arbeit, Charlie! Oh, der Motor ist hinüber! Es sieht aus, als müssten wir Hilfe rufen! Feuer auf Charlies Boot? Der Motor ist kaputt und sie kommen nicht an Land? Beeilung, Penny! Du bleibst hier und hältst die Stellung. Penny und ich müssen raus aufs Meer. Ist gut, Sam! Viel Glück! Penny. Festhalten, Sam! Hierher! Hallo, Charlie. Was ist denn passiert? Ich fürchte, es ist alles meine Schuld, Sam. Sie mögen zwar nicht der allerbeste Seemann der Welt sein, aber als wir hier an Bord einen ruhigen Kopf brauchten, da waren Sie genau der richtige Mann. Und es sieht so aus, als hätten sie etwas gefangen. Was für ein Brocken, Sir. Ja, und es war gar nicht leicht, ihn zu fangen. Bringen wir ihn doch gleich ins Café. Dieser Fisch reicht für alle. Ja, sehr gute Idee. Elvis hat mir gesagt, dass es hier irgendwo einen Notfall gäbe. Ich bin bereit zum Einsatz. Nein! Also, der Lieferwagen ist jetzt leider nicht mehr einsatzbereit. Puh. Hat die Küche in Brand gesetzt? Sie sind ja längst alle nicht mehr hier. Ich bin jetzt schon wie ein richtiger Feuerwehrmann. Nur durch mein tolles Funkgerät. Schon wieder ein Notruf. Meinst du wirklich, du solltest dazu hören? Könnt ihr mich hören? Die Küche der Flatz steht in Flammen. Ihr müsst so schnell ihr könnt dahin fahren. Habt ihr verstanden? Wir sind unterwegs, Sir. Für Feuerwehrmann James ist nicht zu schwer. Warte, James, nicht! Wie schrecklich. Das ist ja ein riesiges Feuer. Vielleicht ist Mike noch da drin. Ich muss ihn schnell rausholen. Oh nein! Mike! Ja, Hauptfeuerwehrmann Steel. Ich bin jetzt draußen und in Sicherheit. Ja, das ist gut. Nur nicht wieder hineingehen. Das könnte sehr gefährlich werden. Hallo, Mike. Hast du vielleicht James gesehen? Nein, Sarah. Ja, aber... da ist Feuerwehrmann Sam. Der weiß schon, was zu tun ist. Feuerwehrmann Sam! James ist da in dem Haus! Was? Verflixter Funkenflug. Los, Beeilung! Schutzmasken auf! Alles klar!
James, wo bist du? Im Wohnzimmer. Ich kann nichts mehr sehen. Elvis, du schaltest den Strom aus. Ich kümmere mich um James. Nimm meine Hand, James. Ich bring dich hier raus. Ja, das ist noch mal gut gegangen. Und das Feuer ist auch gelöscht. Vielen Dank, Sam. Ich werde auch bestimmt nie wieder mit dem Funkgerät euren Funk hören. Ah, darum warst du also immer schneller am Einsatzort als wir. Er benutzt dieselbe Frequenz wie unser Funk. Tut mir echt leid. Ich wollte doch so gerne ein echter Feuerwehrmann sein, genau wie du. Aber ich glaube, das will ich jetzt nicht mehr. Nur nicht so voreilig, James. Ein Draufgänger wie du hat das Zeug zu einem guten Feuerwehrmann. Wirklich? Ja, nur eine vernünftige Ausbildung fehlt dir noch etwas. Fangen wir doch damit an, dass du erst ein bisschen auf der Feuerwache hilfst. Oh ja! Und ich zeige dir dann, wie man das Funkgerät richtig benutzt. Hallo, Hauptfeuerwehrmann Steele ruft Elvis Crittenden. Crittenden? Hallo? Oh, aber das ist ja das Funkgerät. Da gehe ich mal lieber schnell ran. Ein Feuer im Haus der Flats. Jede Sekunde zählt. Gut, also, wo schließe ich denn nun den Stecker an? Oh, der Kuchen! Schnell! Es ist der Ofen, Sam! Ein Kuchen hat Feuer gefangen! Keine Sorge, Mike. Wir kümmern uns darum. Das muss ein Kurzschluss gewesen sein. Stell zuerst den Strom ab. Da drüben! Wird gemacht, Sam! Ist erledigt, Sam! Tja. Wenn der Kuchen jetzt nicht durch ist, dann weiß ich es auch nicht, Elvis. Oh nein, Mams Kuchen. Meine Küche. Man darf einen heißen Ofen niemals allein lassen. Aber ich habe doch extra die Zeituhr eingestellt. Aber offensichtlich viel zu lang. Oh, tut mir leid. Ich bin auch nicht ganz unschuldig, Sam. Ich hätte die Kinder nicht alleine Kuchen backen lassen dürfen. Und was ist jetzt mit der Überraschungsparty für meine Mom? Och, ich habe alles falsch gemacht. Ich war so gemein zu Mandy und Sarah. Dabei wollte ich doch nur, dass die Party perfekt wird. Vielleicht können wir dir ja helfen, Norman. Wenn du dir denn von uns helfen lässt. Ich gebe ihm noch eine Chance. Mandy? Aber nur, wenn du nicht nervst, Norman. Mach ich nicht. Versprochen. Ist doch wirklich alles in Ordnung, James. Du benimmst dich schon den ganzen Tag so merkwürdig. Nein, es ist alles bestens, Mrs. Price. Es geht um Norman, oder? Hat er wieder was angestellt? Nein! Ha! Irgendwas ist hier los und ich werde auch herausfinden, was es ist. Oh nein! Nein, Mrs. Price, nein! Kommen Sie zurück! Soll ich die Gurken vielleicht noch mal polieren? Oder... Überraschung! Herzlichen Glückwunsch, Mom. Oh, Norman. Du hast es nicht vergessen. Hast du diese tolle Party hier etwa ganz allein organisiert? Nein, die anderen haben mir geholfen. Aber das meiste habe ich allein gemacht. Ach, mein kleiner Sonnenschein. Oh, Mom. Hauptfeuerwehrmann Crittenden. Das klingt gut. Vielleicht können wir ans Ufer schwimmen. Auf gar keinen Fall. Die Strömung ist viel zu gefährlich. Wir warten hier auf Hilfe. In 100 Metern anhalten und... Oh.
es wird alles gut. Feuerwehrmann Sam ist jeden Augenblick hier. Oh, oh, mein Bauch. Ist er seekrank geworden? Oh, mein liebes, armes Pausbäckchen. Hm? Aha, das ist doch Tom Thomas. Jetzt sind wir gerettet. Tom, bitte kommen. Hallo, Sam. Wir brauchen die Winde. Der Bus ist fast unter Wasser. Wir müssen jeden einzeln herunterheben und an Land bringen. Kein Problem. Ich lasse jetzt den Doppeltragegurt runter. Na dann, Mandy. Du zuerst. Nur keine Angst. Angst? Das macht doch Spaß. Sehr gut, Tom. Schön vorsichtig. Super. Ich hole dann die anderen. Bald haben wir alle wieder sicher zurück. Hervorragend, Sam. Liebes bisschen. Tolle Aussicht. Aber oje, oh weh. Das war dein letzter Fluggast, Tom. Saubere Arbeit. Danke, Sam. Over and out. Dieses unsinnige Satellitennavigationssystem, es muss irgendwie übergeschnappt sein. Sehen Sie, man darf diesem neumodischen Schnickschnack einfach nicht vertrauen. Aber ohne unsere Handys wären wir niemals gerettet worden. Naja, abgesehen von den Mobiltelefonen. Und was ist mit unseren Funkgeräten? Naja, offensichtlich abgesehen von den Mobiltelefonen und den Funkgeräten. Hey, haben Sie nicht auch einen Computer auf der Feuerwache? Ja, ich gebe es ja schon zu. Ein paar dieser modernen Spielzeuge haben auch einen Zweck. Bis sie einen irre führen und in Schwierigkeiten bringen. Es tut mir leid, Hauptfeuerwehrmann Steel. Mit der altmodischen Karte wären wir besser gefahren. Oh, naja, belassen wir es dabei, wie man sagt, nicht wahr, Trevor? Und es ist auch noch reichlich Zeit, diesen freien Tag zu genießen. Ja, ich bin am Verhungern. Wo ist denn dieser Picknickkorb? Kein Wunder, dass es dir so miserabel geht, Norman Price. Du hast das ganze Picknick verputzt. Entschuldige, Mom. Oh, hat jemand mal einen Eimer? Ach, du ungezogener Junge. Dolly! Oh, natürlich, die hatte ich ganz vergessen. Ja, ist gut, Sam. Ich werde Dolly vom Dach retten. Keine Angst, ich komme, Dolly. Ganz vorsichtig, ja. Was ist das? Oh, verflixter Funkenflug. Aber da ist ja schon wieder das Modellflugzeug von James. Alles klar. Es wird alles gut, Dolly. Ich werde dich hier runterbringen. Weg mit dir. Hab ich dich. Gut gemacht, Elvis. Hey, eine Nachricht. Oh je. James und Norman sitzen auf einem Baum fest. Wir schicken Tom hin, wenn er dich runtergelassen hat. Penny, Sie halten hier die Stellung. Ich möchte James sein Flugzeug gern persönlich zurückgeben. Ich kann nicht mehr. Aber du musst doch durchhalten. Sieh nur. Da sind sie. Hurra! Festhalten, Norman! Retten wir die beiden genauso, wie wir Dolly gerettet haben? Diesmal gehen wir anders vor. Wir müssen erst Norman retten und dann James. Du holst das Sprungtuch und ich hole die Leiter. Wird gemacht, Sam! Beeilt euch! Ich kann mich hier oben nicht mehr sehr lange halten. Lass dich einfach fallen, Norman! Wir fangen dich auf! Wow, das war spitze! Ganz ruhig, James. Gleich haben wir dich wieder unten. Danke, Sam. Aha! Das hätte ich mir ja auch denken können. Ich glaube, das hier gehört dir, James Jones. Ja. Nun, da du es diesmal sehr nützlich eingesetzt hast, verlieren wir kein Wort mehr darüber, hä? Vielen Dank, Hauptfeuerwehrmann Steel, Sir. Es war sehr tapfer von dir, das Flugzeug nach Pontypendi fliegen zu lassen. Schließlich hast du ja gewusst, dass es Ärger geben könnte. Und du hast das Flugzeug toll gelenkt. Fast so gut wie ich, als ich Hauptfeuerwehrmann Steel erschreckte. Aha, das hätte ich mir ja auch denken können. Ich habe James doch nur gezeigt, wie man es fliegt.
Stimmt ja gar nicht. Tja, dann bleibt mir wohl nur noch eins übrig. Die Fernsteuerung bitte, James. Ganz toll, Norman. Jetzt ist mein Flugzeug beschlagnahmt. Nein, James. Es wird nur Zeit, dass euch beiden mal jemand zeigt, wie man dieses Flugzeug so richtig fliegen lässt. Oh ja! Das erinnert mich sehr an meine Jugend. Und jetzt eine Wende und dann in den Sturz. Ja. Nein! Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert, denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not.